Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wird es am 5.11. ein neues Update geben für Animal Crossing und es gibt echt eine Menge zu erzählen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu Dingen, die in Animal Crossing New Horizons fehlen. Einige der Gebete wurden erhört, aber andere wiederum leider nicht. Schauen wir uns einfach mal an, was neu ist. Fangen wir einfach mit den Sachen an, die wir aus New Leaf vermisst haben. Also einerseits gibt es jetzt wieder Verordnungen. Das heißt, wir können wieder bestimmen im Rathaus, dass die Bewohner früher aufstehen sollen oder dass sie eher wieder später aufstehen sollen und dafür aber auch länger wach bleiben. Oder ihr könnt auch auswählen, dass einfach nur alles teurer ist. Das geht auch. Und ihr könnt auch auswählen, dass die Stadt schön gehalten werden soll, dass also kein Unkraut wächst, was vielleicht für einige von uns gar nicht mal so schlecht ist. Ebenso sind jetzt Designs wieder an Innenwänden nutzbar, also im Haus, und man kann sie sich wieder anziehen als Kleidung. Das ist echt wundervoll. Dann kommen Bewohner auch ab und zu mal wieder vorbei als Überraschungsbesuch oder sie laden euch wieder nach Hause ein. Es gibt wieder Geroiden nach dem Regen auszubuddeln, es gibt sogar Fragmente, die man einbuddeln kann, gießen kann und die dann wieder zu Geroiden werden. Dann kommt KK wieder jeden Samstag vorbei und gibt ein Konzert, wieder so schön mit seiner Gitarre, ne? Dann gibt es auch wieder ein Café, diesmal in Form eines Museumscafé. Dort kann man einfach mit seinen Freunden Kaffee trinken, ne? Wie zuvor sage ich mal auch. Man kann sogar Amiibo einladen. Und die bringen sogar teilweise Freunde mit, was auch eigentlich ziemlich nice ist, to be honest. Und da stellt sich mir aber die Frage, was im Trailer nicht gezeigt wurde, ist, ob man selber auch wieder als Barista arbeiten kann. Das heißt, kann man wieder selber Kaffee machen für die Bewohner und lernen, welcher Bewohner welchen Kaffee wie am liebsten trinkt. Dann kennen wir aus New Leaf, dass es verschiedene Händler gibt, die durch die Gegend reisen und die man dann ab und zu mal sieht, wo man dann was kaufen kann. Und einige von diesen Händlern haben sich ja auch damals schon in New Leaf dann niedergelassen und einen eigenen Laden eröffnet. Das ist ja jetzt in New Horizons eher tatsächlich nicht der Fall. Aber mit dem neuen Update gibt es auch dafür eine Problemlösung, nämlich auf Harveys Insel, auf dem jetzt quasi die Hütten dieser Händler mit Spenden finanziert werden können und man dadurch diese ganzen Händler halt wieder kriegt. Also in dem Falle sind das halt Trude, die wieder als Friseuse arbeitet, die sogar neue Frisuren mitbringt. Dann haben wir Aziza wieder als Teppich- und Tapetenhändlerin. Dann haben wir Schubert, den Schuhhändler. Rosina und Björn machen es möglich, Möbel wieder anzupassen. Also wir konnten auch jetzt schon Möbel anpassen, aber man kann sie wieder mehr anpassen. Also es gibt mehr Möglichkeiten, die man selber nicht mit dem Crafting-Table machen kann, sondern die man erst quasi bei Rosina und Björn machen kann. Dann haben wir Smeralda, die Wahrsagerin. Gerd, den Gärtner, der ja auch damals in New Leaf seinen eigenen Teil in Nook und Nooks Hütte da hatte. Dann haben wir Rainer, den Kunstverkäufer, und Turtle tatsächlich sogar als Lager. Das heißt, ihr könnt zu Turtle gehen und könnt da eure Sachen einlagern oder wieder rausholen. Ist eigentlich ziemlich nice. Dann kommen wir zu den Sachen, die wir nicht aus New Leaf kennen. Neu im Rathaus sind nicht nur Verordnungen, sondern man kann jetzt auch 10 anstatt nur 8 Brücken und Treppen bauen. Dann kann man auch den Stil seines Hauses anpassen bei Tom Nook und sein Lager noch weiter erweitern. Das heißt, bisher ging es ja nur bis 2400 Items. Aber dann kann man bis zu 5000 Items lagern, was für einige von uns Müllsammlern eigentlich tatsächlich sehr gut ist. Aber andererseits haben wir sowieso schon viel zu viel Müll und müssten das alles mal verkaufen. Und ein volles Lager war immer gute Motivation, das zu tun, tatsächlich. Aber gut. Und es gibt neue Items am Automaten für Nookmeilen. Am Steg legt auch wieder Captain an, der die Spieler zu geheimen Inseln führt. Geheim in Anführungszeichen, denn letztendlich sind sie eigentlich nur das gleiche wie die Maieninseln, nur mit ein paar speziellen Besonderheiten, also in der Nacht zum Beispiel, wenn du am Tage hinfährst oder eine andere Jahreszeit oder halt so ein paar andere Pflanzen, was eigentlich tatsächlich das einzig Interessante daran ist. Dann haben wir noch ein ziemlich großes Ding, nämlich dass DIY stark erweitert wurde. Wir haben jetzt Pflanzen, die man tatsächlich anpflanzen kann vor der Haustür, also auf dem Feld quasi, und die man dann benutzen kann, um zu kochen. Das heißt, es gibt jetzt Kochrezepte, man holt sich ja die Zutaten dafür aus dem Garten, sage ich mal, und kann dann kochen. Das ist interessant und tatsächlich freue ich mich darauf, ein paar schöne Gerichte zu kochen im Game. In Bezug auf Design gibt es auch einige Änderungen. Das heißt, man kann einzelne Wände im Haus anders tapezieren als die anderen Wände. Es gibt Items für die Decke, also sowas wie Lampen zum Beispiel. Es gibt ein Lager für draußen, was tatsächlich sehr gebraucht ist, weil ich immer keinen Bock habe, ins Haus zu rennen. Ich glaube, ihr auch nicht. Und es gibt neue Zäune mit teilweise anpassbaren Farben. Ich blende sie euch mal ein, es sind einige. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich habe bisher ein paar Zäune, die nicht so gut zu den Bewohnern passen. Und jetzt haben wir ein paar mehr. Da freue ich mich echt mega drauf.
Dann wurde die Kamera-App erweitert, das heißt, es gibt jetzt eine First-Person-Ansicht in der Kamera, mit der man quasi als Spieler durch die Gegend laufen kann und dann in First-Person sich die anderen Leute, sag ich mal, angucken kann und die Gegend. Ist eigentlich ganz süß gemacht. Und es gibt einen Tripod-Mode, wo man quasi einfach seine Handykamera irgendwo hinstellt, sich mit ins Bild begibt und dann kann man halt ein Foto machen. Das ist tatsächlich auch ganz cool, weil bisher konnte man ja immer nur so Fotos machen, wie halt die Perspektive vom Spiel war. Und das wird jetzt nochmal erweitert. Sonstige Sachen haben wir noch. Ich gehe jetzt nicht so sehr stark darauf ein. Das sind halt noch ein paar Kleinigkeiten, die aber sehr interessant sind. Einerseits haben wir neue Frisuren. Und das sind auch mehr als nur die man von Trude bekommt. Dann haben wir neue Reaktionen. Dann haben wir eine neue Handy-App, die heißt Island Life 101. Das ist quasi so eine Tipps-App. Dann gibt es jetzt endlich ATMs. Es gibt neue Lieder von KK. Es gibt feste Leitern. Feste Leiter sind tatsächlich sogar ein echt cooles Ding. Du kannst so ein Leiterkit quasi selber bauen, dann kannst du die Leiter irgendwo ranpacken und dann bleibt sie da, sodass man nicht immer eine Leiter mithaben muss. Dann ist Navigieren in schmalen Räumen jetzt ziemlich einfach geworden. Das heißt, man kann auch sich dann hinsetzen, man kann Sachen benutzen und so weiter. Das heißt, man kann wieder die Häuser voller stellen, kann trotzdem die Sachen noch benutzen. Und ja, natürlich gibt es auch wieder neue Items. Das sind eigentlich alles so viele mega coole Features, die wir uns alle, glaube ich, gewünscht haben. Auf jeden Fall mega nice und bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil es ein paar Sachen gibt, die es in New Leaf gab, die so essentiell sind, die wir uns eigentlich trotzdem noch mehr gewünscht hätten als so manch andere Sachen. Eben zum Beispiel den Multiplayer mit random Spielern oder die 1A-Früchte, die gibt es ja jetzt auch nicht. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber prinzipiell geht das Spiel in eine gute Richtung. Wir haben viele neue coole Features dazu bekommen und bis ich das Ende des Videos gesehen habe, hatte ich gehofft, dass es so weitergeht. Doch dann kam das. Ja, das ist das letzte kostenlose größere Update für Animal Crossing New Horizons. Es hat mich sehr geärgert, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so, nice Video, es gibt coole neue Features und dann auf einmal so, ja, aber das war's dann auch wieder, wir haben genügend Arbeit reingesteckt, alles andere verkaufen wir jetzt. Und zu dem Thema, was ich davon halte, nochmal ausführlicher und auch zu dem neuen DLC, was sie direkt quasi eine Minute danach im Nintendo Direct angekündigt haben, werde ich nochmal ein Video machen, also subscribed, wenn ihr das nicht verpassen wollt und gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Haut da rein!